Ja, hey Leute, heute gibt's ein neues Video und zwar, wie ihr kostenlos Musik herunterladen könnt. Und also es ist vollkommen legal, weil es ist im Prinzip nur ein Konvertierungsprogramm. Das heißt, ihr könnt dafür nicht irgendwie bestraft werden oder dass euch irgendwas passiert. Es ist 100% legal. Und als erstes benötigt ihr das Programm Audials One. Audials One, das habe ich hier schon mal im Hintergrund geöffnet. Also das Programm kostet normalerweise ca. 45 Euro. Und ich habe ein bisschen weniger gezahlt, da ich schon Vorversionen hatte. Also ich habe schon seit dem Audials One, ich glaube mal 3 war es. Und inzwischen gibt es schon die 9er Version. Und die sieht so aus. Und es gibt hier auf chip.de einen kostenlosen Link. Da könnt ihr das Ganze, glaube ich, mal für 30 Tage testen. Und wenn euch das gefällt, könnt ihr es ja auch kaufen. So, als nächstes, also ich mache diesen Link hier oben, packe ich nochmal in die Videobeschreibung rein. Und als nächstes müsst ihr auf die Seite Grooveshark gehen. Das Problem ist, dass die GEMA, also Grooveshark, hat gesagt, dass es sich nicht mehr rentiert, Grooveshark in Deutschland online zu halten, denn sie müssen zu viel Geld an die GEMA zahlen. Aber natürlich gab es dann auch gleich wieder die ersten Grooveshark-Anlocker für den Firefox-Browser und für den Chrome-Browser. Ich benutze jetzt gerade Chrome, hab's aber auch auf Firefox. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass es bei Chrome irgendwie schneller funktioniert als bei Firefox. Das Ganze funktioniert dann über einen Proxy-Server, aber ihr müsst eigentlich nichts einstellen, ihr müsst es nur herunterladen. Sucht dann einfach euch irgendeine raus, je nachdem welcher Webbrowser. Für den Internet Explorer gibt es das nicht, aber ansonsten müsst ihr halt euch mal schnell einen neuen Browser runterladen. Dann geht ihr hier oben drauf und wartet, das dauert jetzt länger, weil es eben über diesen Proxy-Server irgendwo in Amerika läuft. Und dann habt ihr hier den Startbildschirm. Ich kann das gerade mal groß machen. Und dann sieht das folgendermaßen aus. Und ihr gebt jetzt einfach irgendeinen Musiktitel ein oder irgendeine Gruppe. Ich suche jetzt einfach mal das hier. Und dann müsst ihr in euer Audials One reingehen und dann findet ihr an der Seite Streaming und dann gibt es diesen Unterpunkt Musik mitschneiden und das wird bei euch so aussehen. Und wenn ihr jetzt Musik mitschneiden wollt, geht ihr hier oben auf Musik mitschneiden. Bei euch wird er dann fragen, was gemacht werden soll, also ob man das Programm wirklich neu installieren will, beziehungsweise da ist es so ein Add-on dafür, dass das überhaupt funktioniert. Könnt ihr ohne Probleme machen. Und dann geht ihr hier drauf und jetzt minimiere ich das hier wieder, dass ihr seht, was hier dann passiert. Und dann klickt ihr irgendein Lied an, zum Beispiel das hier, das gefällt mir sehr gut, und dann läuft es hier ab. So, und jetzt seht ihr Media File 1783 und das wird jetzt aufgenommen, also das dauert nicht so lange wie das Lied, sondern wird nur in einem Schnelldurchlauf aufgenommen. Und hier seht ihr jetzt den momentanen Status, danach wird es dann noch kurz konvertiert, das könnt ihr hier unten einstellen, zu was ihr das wollt, ich will es natürlich als MP3. Und das geht eigentlich relativ schnell. Jetzt wird die Lautstärke noch normalisiert, dass es nicht zu laut und zu leise wird. Getaggt, da sucht ihr jetzt, ob er vielleicht irgendwelche AD3 Tags hat oder Musiktitel. Und wie ihr sehen könnt, wir haben hier das Lied da. Und wenn ich hier einen Doppelklick drauf mache, spielt der Internet Play das auch gleich ab. Und ich mache ein bisschen lauter, dass ihr es hören könnt. So, also, es funktioniert. Und das geht auch mit vielen anderen Websites.
Es geht auch mit YouTube, ist allerdings ein bisschen komplizierter. Da müsst ihr dann, glaube ich, über das Video speichern müsst ihr machen und dann könnt ihr hier die URL von oben einfügen. Aber es funktioniert wirklich vieles. Man kann auch Internetradio mit diesen ganzen Dingen hier hören und es ist wirklich eine Top-Software. Also das zu kaufen lohnt sich wirklich. Ich bin jetzt auch nicht der, wo immer wirklich alle Software immer kauft und nur halt mal eine Probeversion nimmt, aber dies rentiert sich wirklich super. Und falls es noch irgendwelche Fragen gibt, schreibt es doch einfach in die Videokommentare oder per Direct-Message. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Tatschabi.